Hallöchen, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und zwar wollte ich heute ein bisschen über meine Ernährung quatschen, weil ich finde, das ist immer sehr interessant zu hören, wie andere Leute sich ernähren oder was für Dinge andere Leute tun, um sich gesund zu halten. Und ja, darüber wollte ich jetzt quatschen, was mir passt und wie es für mich ist. Und zwar ernähre ich mich vegan und so viel wie möglich Low-Fat und so viel wie möglich clean. Vegan bedeutet natürlich, dass man auf tierische Produkte verzichtet, auf Milch und auf Fleisch zum Beispiel. Und Low-Fat heißt für mich, also wie ich das mache, ist einfach, ich brate zum Beispiel mein Gemüse ohne Öl an. Ich verzichte nicht komplett auf Öl. Zum Beispiel esse ich Avocados und Nüsse und ich backe auch unglaublich gerne mit Öl, einfach weil das viel besser funktioniert. Allerdings auf der alltäglichen Basis benutze ich sehr wenig Öl. Das hat sich jetzt in letzter Zeit ein bisschen geändert. Ich mache nämlich ein bisschen Öl in meine Speisen rein, einfach damit die ein höheres Energielevel haben, aber dazu komme ich gleich nochmal. Und ja, clean esse ich einfach, weil ich merke auf jeden Fall, dass es mir besser tut, wenn ich keine verarbeiteten Produkte esse, die aus der Fabrik kommen, sondern einfach frisches Obst und frisches Gemüse, das ich selber zubereite und weiß, was da drin ist. Das tut mir einfach besser und das merke ich auch einfach. Und das ist so, wie ich mich momentan ernähre. Und ja, vorher habe ich ganz normal Fleisch und Milchprodukte gegessen. Ich habe Fleisch sehr gerne gegessen. Ich erinnere mich noch daran, wenn meine Mutter zum Beispiel was gekocht hat, was ohne Fleisch war, dann hat mir das einfach nicht geschmeckt. Ich wollte das einfach nicht essen. Gut, ich habe es gegessen, aber es war für mich nicht so wie mit Fleisch. Und Käse, ja. Oh mein Gott, Käse. Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich Käse geliebt habe. Ich habe wirklich jeden Tag Käse gegessen. Es gab keinen Tag, an dem ich keinen Käse gegessen habe. Und ja, vor 3 Monaten ungefähr habe ich ein YouTube-Video geschaut und das hat mich so ein bisschen herausgefordert. Also es war jetzt nicht so Vegan-Challenge, sondern ich dachte mir so, wenn das so gesund ist, wenn man sich danach so gut fühlt, dann sollte ich das auch mal ausprobieren. Ich wollte halt einfach sehen, kann ich das? Schaffe ich das? Kann ich ohne Käse leben? Kann ich ohne diese ganzen Sachen leben? Und wie fühle ich mich damit? Welche Sachen kann ich daraus mitnehmen und für mich sozusagen lernen? Und in diesem Monat, in dem ich das ausprobiert habe, habe ich ein, zwei Mal unvegane Sachen gegessen, zum Beispiel Vollmilchschokolade. Ich habe auch mal einen Käse abgebissen. Aber im Großen und Ganzen habe ich mich vegan ernährt. Und die Sache ist die, dass ich mich danach so gut gefühlt habe und dass ich das einfach so, dass ich mich wirklich viel gesünder und fitter und viel motivierter und auch viel klarer im Kopf gefühlt habe, dass ich das einfach weitermachen wollte. Und ja, da sitze ich nun 3 Monate später sozusagen und bin vegan und habe ein paar andere Sachen noch an meiner Ernährung umgestellt, dass es für mich besser ist. Zum Beispiel ist es nicht so, dass ich komplett ohne Öl koche, sondern ich mache ein bisschen Öl dazu, damit ich nicht zu viel essen muss. Also es ist so, ich habe angefangen, ölfrei zu kochen, weil ich super gerne esse. Aber mein Problem ist einfach, dass ich dann zu viel esse und dass ich dann manchmal Gewichtsschwankungen bekomme. Und es ist nicht so, dass ich da irgendwie übergewichtig bin oder irgendwie so, sondern einfach nur, dass ich mich unwohl in meiner Haut fühle. Und klar kann man das mit Sport regulieren, aber meistens ist es so, dass man irgendwie in der Uni ist und gestresst ist und einfach nicht so viel Zeit hat für Sport. Und so wollte ich das sozusagen ausbalancieren und das hat auch gut geklappt. Allerdings habe ich dann irgendwann gemerkt, dass ich es einfach brauche, Fett reinzumachen, einfach damit ich nicht so viel essen muss, damit ich nicht immer Bauchschmerzen davon bekomme, wenn ich so viel esse. Und ja, jetzt muss ich einfach nicht mehr so große Portionen essen und bin trotzdem gesättigt und bekomme meine Energie davon. Und genau, das ist halt so eine Sache, man kann damit auch sehr gut regulieren, wie viel man wirklich zu sich nimmt, wie viele Kalorien. Und ich meine, ich bin jetzt kein Mensch, der Kalorien zählt oder sich denkt, ich habe hier noch ein Fettpölsterchen und hier noch ein Fettpölsterchen. Also es ist einfach so, dass ich mich schon
wohlfühlen möchte in meiner Haut. Und diese Ernährungsweise hilft mir dabei, natürlich plus dem Sport, den man dazu machen muss. Und ja, also es ist so eine Sache, die ich einfach mit, die ich mit euch teilen wollte, dass es verschiedene Sachen, verschiedene Möglichkeiten gibt, sich zu ernähren und dass es gar nicht so schwer ist, das umzusetzen, weil ich einfach immer dachte, das ist, wie soll man das machen? Wie soll man seine Ernährung umstellen? Wie soll man irgendwas essen, wovon man so viel essen kann, wie man will? Und ohne eine Diät zu machen. Und das ist mein Weg, den ich für mich gefunden habe, der für mich funktioniert. Und ich finde das richtig gut, wie es gerade läuft. Und ich wollte es einfach mal teilen und schauen, vielleicht hilft es jemandem, vielleicht kann man damit jemandem inspirieren. Oder vielleicht habt ihr auch irgendwelche Tipps und Vorschläge oder Ideen, die man umsetzen könnte. Und ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst, damit ich sehe, dass euch das Video gefallen hat. Und genau, dann seht ihr mich nächste Woche nochmal am Montag wieder um 18 Uhr, so wie heute. Und ich wünsche euch eine schöne Zeit und ich hoffe, dass die Sonne diesmal endlich mal wieder rauskommt. Und ja, macht's gut. Tschüsschen, bis bald.